Dieses Video ist ein Ausschnitt aus einem Online-Unterricht, daher sind manchmal auch die Stimmen von Studierenden zu hören. In diesem Video geht es um die Statik, genauer um den Flächenschwerpunkt und noch genauer darum, wie man ihn mit Hilfe von Integralen berechnet. Wir hatten ja bisher Flächen, die man in geometrische Teilflächen zerlegen konnte. Dann hat man die Teilschwerpunkte bestimmt, jedenfalls die Koordinaten davon, und hat dann mit dieser Gleichung hier die Gesamtkoordinate herausbekommen. In dem Fall ist das jetzt hier nur der x-Wert. Das gilt natürlich genauso für den y-Wert. Jetzt gibt es aber Flächen, die eben nicht so einfach aus geometrischen Teilflächen zusammenzusetzen sind oder wo es sich einfach anbietet, eine Funktion für die Berandung zu verwenden, weil das sehr viel genauer ist und am Ende auch viel einfacher. Ich nehme jetzt mal hier diese große blaue Fläche. Die ist links und rechts durch die Grenzen a und b begrenzt und oben herum durch eine Funktion, egal wie die jetzt auch aussieht, und unten eben durch die x-Achse. Den Schwerpunkt dieser blauen Fläche zu bestimmen, das macht man dadurch, dass man diese Fläche aufteilt in unendlich schmale Streifen. Diese Streifen spielen jetzt die Rolle der Teilflächen. Man nennt diese Teilfläche jetzt dA, weil man mit dem D symbolisieren will, dass es sich um eine sehr, sehr kleine Fläche handeln kann. Die hat dann auch theoretisch die Dicke dx, aber sehr praktisch die Höhe y von x. Die endet ja genau bei dem y-Wert der Funktion. Und je schmaler dieser Streifen ist, umso genauer wird natürlich das Ergebnis. Und dafür ist dann die Integralrechnung ideal, weil die berechnet die Fläche so, als seien diese Streifen infinitesimal schmal. Also genauer geht es gar nicht. Sie sehen aber auch, dass der Unterschied zwischen vorher und jetzt nicht so groß ist, weil nämlich nur das Summenzeichen durch das Integralzeichen ersetzt wurde. Beide haben ja dieselbe Bedeutung. Das Integralzeichen ist nichts anderes als ein langgezogenes S, das damals der Friedrich Gauss einfach als Abkürzung für Summe verwendet hat. Und dieses kleine D vor dem A statt dem Index I, was einfach nur besagen soll, dass es sich hier um die Größe handelt, die sich verändert. Ja, dieser Streifen, der wird ja mal höher weiter rechts und mal weniger hoch weiter links. Also die Formel ist letztlich dieselbe, auch für den y-Wert, nur wir müssen halt mit Integralen rechnen. Die Teilschwerpunkte von dem gelben Streifen, diese Schwerpunkte liegen auf der Mitte bei der Koordinate x. Früher war bei uns das xi, was jetzt hier einfach nur noch ein x ist, ohne Index. Das braucht man nicht, weil das x die Variable der Integration ist. Da braucht man das nicht extra zu kennzeichnen. Ersetzt man jetzt dieses dA durch die Höhe und die Breite der Fläche, braucht man nur noch das dA aus der Gleichung bei 1 rechts rauszunehmen und durch y von x mal d von x zu ersetzen. Sowohl im Zähler als auch im Nenner. Hier geht es jetzt um das y. Da setzen wir für das y den y-Wert des Teilschwerpunktes ein. Und weil der auf der Mitte liegt, kann ich immer den halben Funktionswert nehmen. Der Schwerpunkt liegt auf halber Höhe, nur die Höhe ist eben der Funktionswert. Jetzt haben wir also das y0 und die Fläche ersetzen wir durch die Höhe mal Breite. Das machen wir hier auch. Was dann herauskommt, ist, dass wir das y von x doppelt drin haben, besser gesagt zum Quadrat. Also fasse ich das in der Gleichung 4 nochmal zusammen. Und jetzt haben Sie links oben ein Integralzeichen. Ganz rechts im Zähler haben Sie ein dx, das besagt, dass x die Variable ist in der Funktion, die sich zwischen diesen beiden Zeichen befindet, zwischen dem Integralzeichen und dem dx. Das wären also die beiden Funktionen, die wir immer anwenden können, wenn es darum geht, den Schwerpunkt einer Fläche zu bestimmen, die durch eine Funktion begrenzt wird. Wir haben ja hier als Beispiel diese Geradengleichung. Wenn ich jetzt dieses y von x in der Gleichung rechts ersetze, dann würde das so aussehen. Das x, da mache ich mir weniger Gedanken drum. Die eigentliche Herausforderung wird in Zukunft auch immer dieses y sein, weil y die Funktion ist, die die Variable x enthält.
Weil der so aufgepumpt ist, kann man hingehen und nur den Zähler betrachten und nur den Nenner. Und hinterher kann man die Ergebnisse dann wieder zusammenführen. Wir können das Ganze mal hier an der Parabelflächenaufgabe durchexerzieren. Gesucht ist, fangen wir mal an mit x0. Dieses x0, dann nehme ich jetzt einfach die Formel, die wir eben hatten. Integral von x mal y x dx, das ist also die Höhe mal die Breite der Streifen. Und das teile ich dann durch die Fläche, das heißt Höhe mal Breite der Streifen. Y ist die eigentliche Herausforderung. Setze ich mir dann die Notiz dazu, dass das y von x in diesem Fall einfach nur x² war. Wenn ich das jetzt einsetze, dann folgt daraus, dass das x0 ist gleich. Und jetzt geht's los. Dann steht da oben erstmal das alte x. Diese Funktion, das heißt, für das y schreibe ich jetzt hin x². Und dann kommt eben noch ein dx dahinter. Und unten dasselbe, Integral, dann wieder x² für das y von x und dann wieder ein dx für die Breite der Streifen. Betrachten wir mal nur da oben den Ausdruck. Da steht, ich schreibe es nochmal ausführlicher hin, x hoch 3 dx. Und unten bleibt x² dx. Wie sieht dann der Zähler aus? Ein Viertel x hoch 4. Ein Viertel x hoch 4. Ein Viertel x hoch 4. Ich schreibe jetzt mal, dass das ja nicht bis ins Unendliche gilt, sondern in der Aufgabe stand, dass die Fläche begrenzt wird an den x-Werten 0 und 2. Das muss ich mir dazu schreiben. Das ist das eine, das ist der Zähler. Das schreibe ich mal hier oben hin, Zähler. Da käme dann was raus. Ich schreibe dann wieder hin, ein Viertel mal und jetzt kommt die Obergrenze. Die Obergrenze ist 2 hoch 4 minus die Fläche, die ab 0 abwärts kommen würde. Die muss ich ja wieder abziehen, die will ich ja nicht mitnehmen. Also minus wieder ein Viertel 0 hoch 4, was natürlich 0 ist. Ich schreibe hier hin, Zähler ist gleich, und wenn man das ausrechnet, 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, mal 2 ist 16, durch 4 ist 4, dann kommt im Zähler schon mal eine 4 raus. So, dann haben wir noch den Nenner. Da würde ich dann Integral x² dx, was ist das? Ein Drittel x hoch 3. Ein Drittel x hoch 3. Jetzt versuchen Sie mal mit den Erfahrungen, die wir gerade vom Zähler gemacht haben, das etwas genauer zu formulieren. Was müsste ich da hinschreiben? Ja, dann noch die Grenzen, also 2 und 0 noch dazu. Ganz genau. Ein Drittel x hoch 3 in den Grenzen von 0 bis 2. Sparen wir jetzt hier diesen zweiten Schritt mit der 0. Ich nehme nur noch die 2 rein. 2 hoch 3 ist 8, also sind das hier 8 Drittel. Das ist also der Nenner. Diese beiden Ergebnisse füge ich jetzt zusammen. Das heißt, das x0 sieht so aus. Ich habe oben die 3 mal 4 und unten die 8. Oder kurz, x0 ist 12 Achtel, das wäre dasselbe wie 1,5. Das ist aber nur die erste Hälfte der Geschichte. Wir machen das Gleiche, mehr oder weniger das Gleiche, mit dem y0. Da sieht die Formel, ich übernehme jetzt einfach nur die Formel, ich schreibe die ab, Integral y² von x dx. Und im Nenner stand noch die 2, wegen der halben Höhe des Schwerpunkts, mal Integral y von x. Das kann ich auch direkt ausfüllen. Das heißt dann, ich habe hier ein Integral. Was kommt da jetzt rein? Hier oben haben wir ja die Zuordnung. Y von x ist x². X hoch 4 dx. X hoch 4 dx, korrekt. Und dann hätten wir hier unten immer noch 2 mal Integral von x² dx. Ja, nehmen wir jetzt nur den Zähler, dann wäre der wie groß? Ein Fünftel x hoch 5 in den Grenzen 0 bis 2. 0 bis 2, das bedeutet nichts anderes als, dann wären das 32 durch 5. Und dann bleibt jetzt noch der Nenner. Das wären dann 2 mal ein Drittel x hoch 3 in den Grenzen von 0 bis 2, 16 Drittel. Wenn wir die wieder zusammenführen, steht da y0
ist gleich die 32 Fünftel mal, und jetzt muss ich hier den Kehrwert nehmen, 3 zu 16. 1,2. Falls das Video dir ein wenig weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar freuen. Vielen Dank und dir noch viel Erfolg beim Weiterlernen. Ciao.